ÖBB kündigen mehr Züge in Wien für Semesterferien an. Für Schülerinnen und Schüler starten die Semesterferien in Wien mit dem 4. Februar. Damit der Urlaub gleich bei der Fahrt in die Ferien beginnen kann, kündigt die ÖBB an, ihr Angebot für die Zeit zwischen dem 4. und 12. Februar aufzustocken. Die ÖBB werden durch die Bereitstellung von zusätzlichen Zügen und Zuggarnituren mehr als 13.000 Sitzplätze zur Verfügung stellen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass nur eine vorige Reservierung mit einem Sitzplatz im gewünschten Zug gewährleistet. Die Möglichkeit zur Reservierung besteht bereits ab 3 Euro auf tickets.öbb.at oder beim ÖBB-Kundenservice unter der Telefonnummer 05 17 17. Weitere Informationen dazu und welche Züge erweitert werden, findet ihr auf dem Link in der Videobeschreibung. Sperren bei Wiener U-Bahn-Linien U4 und U6 in den Semesterferien. Die Wiener Linien nutzen die Semesterferien und Wochenenden für wichtige Modernisierungen. Dabei werden rund 1000 Meter Straßenbahngleise in Wien erneuert. Seit 2014 wird die älteste U-Bahn-Linie der Stadt, die U4, umfangreich saniert. Bisher wurden schon Stellwerke getauscht, Gleise und Gleisgrund erneuert, sowie Stationen und Tunneldecken saniert. Die Wiener Linien nutzen die Wiener Semesterferien, um entlang der Strecke mehrere 43 Jahre alte Weichen inklusive Holzschwellen zu erneuern. Aus diesem Grund kann die U4 von Samstag 4.2. bis Sonntag 12.2. Betriebsschluss nicht zwischen den Stationen Karlsplatz und Landstraße Wien-Mitte fahren. Die Wiener Linien empfehlen ersatzweise auf die Linien U1, U3, 2 und 4a auszuweichen. Wer sich an der frischen Luft bewegen möchte, kann die Strecke zwischen Karlsplatz und Landstraße Wien-Mitte mit dem Wien-Mobilrad zurücklegen. Pünktlich nach den Semesterferien ist die U4 ab Montag, dem 13.12. in der Früh wieder auf der ganzen Strecke unterwegs. Und das ohne Langsamfahrstelle zwischen Karlsplatz und Landstraße. Austausch der Lichtsignale bei der Wiener U6. Nach über 30 Jahren im Einsatz werden die Lichtsignale an der Wiener Linie U6 erneuert und moderne LED-Lichtpunkte angebracht. Der Großteil der Arbeiten findet nachts und ohne Einschränkungen für Fahrgäste statt. Darüber hinaus wird an zwei Wochenenden intensiv gearbeitet. Samstag 11.03. ca. 0.30 Uhr bis inklusive Sonntag 12.03. Betriebsschluss und Samstag 25.03. ca. 0.30 Uhr bis inklusive Sonntag 26.03. Betriebsschluss. An diesen Wochenenden fährt die Wiener U6 nur zwischen Floridsdorf und Altala. Wer zur Elara-Straße, Perfekterstraße oder nach Siebenhirten weiterfahren möchte, steigt in den Ersatzbus U6E um. Die Wiener Linien informieren ihre Fahrgäste jeweils via Durchsagen, Stationsaushängen und Mitarbeiterinnen vor Ort. Ab Februar und März 2023 beginnen die Wiener Linien zudem mit der Sanierung von ca. 1000 Meter Straßenbahngleisen am Franz-Jonas-Platz für die Linien 25, 30, 31, auf der Prager Straße für die Linie 26 und am Schwedenplatz für die Linien 1 und 2. Die Bauarbeiten in Wien finden dabei bei laufenden Betrieben statt und haben keine Auswirkungen auf den Fahrplan. Verkehr in Niederösterreich. Jeder Dritte hat eine schlechte Öffi-Anbindung. In dem Bundesland mit der größten Fläche ist das Auto nach wie vor sehr wichtig. Circa 66% fahren mit dem Auto zur Arbeit. Die Parteien wollen in den Ausbau des öffentlichen Verkehrssystems investieren. Das Thema des öffentlichen Verkehrs war in Niederösterreich ein wichtiges Wahlkampfthema, da es besonders schwierig ist, in dem Bundesland mit der größten Fläche ein zuverlässiges öffentliches Verkehrssystem bereitzustellen. Zusätzlich wurden in der Vergangenheit Einsparungen beim Ausbau des öffentlichen Verkehrs beschlossen. Als Folge davon sind viele Niederösterreicher gezwungen, auf das Auto umzusteigen. Circa 66% pendeln täglich mit dem Auto zur Arbeit. Niederösterreich ist ein echtes Pendlerbundesland, da nur etwa 20% noch im Heimatort arbeiten. Früher aufstehen, um den Arbeitsweg zu absolvieren, gehört daher zum Alltag. Mehr als die Hälfte der Menschen in Niederösterreich pendelt in einen anderen Bezirk für die Arbeit. Das ergab eine Studie der TU Wien, die von der Arbeiterkammer in Auftrag gegeben wurde. Besonders hoch ist die Anzahl der Autofahrer. 65% der Pendler nutzen den Individualverkehr, um in die Arbeit zu kommen. In den letzten Jahren sei vor allem die Konzentration auf den Straßenbau und auf Parkplätze rund um Bahnhöfe gelegt worden. Viele Regional- und Nebenbahnen wurden hingegen eingestellt, etwa die Donauuferbahn oder das Schweinbader Kreuz, erklärt Thomas Konister von der Arbeiterkammer, der die Studie betreut hat. Zusätzlich zum Bahnausbau ist es wichtig, die Anbindungsstrecken zu verbessern, um die Menschen aus dem Auto zu bekommen. Laut Konister, wenn ein Bus regelmäßig fährt, wird er genutzt. Ich freue mich, euch heute meinen neuen Blog vorzustellen.
der ganz im Zeichen des öffentlichen Verkehrs in Österreich steht. Hier werde ich euch immer auf dem Laufenden halten, wenn es neue Nachrichten und Entwicklungen gibt. Somit könnt ihr euch auch im Laufe des Monats über die neuesten Nachrichten und Themen informieren. Einen Link dazu findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Das 5-Punkte-Programm der Wiener Linien gegen Personalmangel. Die Wiener Linien haben sich in den vergangenen Jahren umfassend auf den größeren Generationenwechsel der Unternehmensgeschichte vorbereitet. Die Ausbildungsplätze wurden zwischen 2020 und 2023 von 380 auf 680 fast verdoppelt. Es werden 22 Millionen Euro in eine neue Lehrwerkstätte investiert, sowie zahlreiche neue Kooperationen mit Bildungseinrichtungen etabliert. Dennoch fehlen aktuell weiterhin rund 100 Straßenbahnfahrerinnen und 100 Buslenkerinnen, um einen zuverlässigen Fahrplan in der gewohnt dichten Intervallen anzubieten. Die äußerst starke Krankheitswelle im Winter 2022-23 erschwert die Personalplanung zusätzlich. Das spüren derzeit auch die Fahrgäste in Form von verlängerten Wartezeiten, vor allem auf die Straßenbahn. Um die bekannte Regelmäßigkeit sowie Verlässlichkeit zu gewährleisten, haben die Wiener Linien ein 5-Punkte-Programm zur kurzfristigen Stabilisierung der Intervalle und langfristigen Bewältigung der Situation zusammengestellt. Dieses beinhaltet eine Kollektivvertragserhöhung für alle Mitarbeiterinnen, eine Anpassung der Ausbildung, Anreizsysteme für Mehrleistungen sowie eine weitere Intervallanpassung, die den Fahrplan in den kommenden Monaten stabilisieren und damit auch die Mitarbeiterinnen entlasten wird. Ausbildungsoffensive. Die gesamte Fahrdienstausbildung dauert je nach Vorqualifikation zwischen 1 und 3 Monaten. Eine Sprachförderung zur Unterstützung bei der Ausbildung wird seit kurzem angeboten. Die Schulen wurden, um mehr Lernzeit zu schaffen, um 5 Tage verlängert. BewerberInnen, deren Deutschkenntnisse für die Absolvierung und Ausbildung nicht ausreichen, können bereits vorab einen Deutschkurs besuchen. Attraktivierung des Fahrdienstes. Ergebnis der aktuellen Kollektivvertragsverhandlungen ist eine Erhöhung der Fahrdienstgehälter seit 1. Jänner 2023 um 210 Euro brutto pro Monat. Auch die Zulagen wurden zum Teil wesentlich erhöht. Für jede geleistete Überstunde erhalten die Mitarbeiterinnen im Fahrdienst eine Prämie in der Höhe von 3 Euro zusätzlich zu allen gesetzlichen Zuschlägen. Im Straßenbahnbetrieb setzen die Wiener Linien verstärkt auf Teilzeitkräfte. Langfristig wurde eine Arbeitszeitverkürzung von 37,5 auf 35 Wochenstunden bei gleichbleibender Bezahlung vereinbart. Aktuell prüft das Verkehrsunternehmen weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Dienstleistungen. Recruiting Push. Der verstärkte Kommunikationsauftritt der Wiener Linien zeigt erste Erfolge und wird 2023 noch weiter intensiviert. Die Straßenbahnschulen sind für die kommenden Monate bereits recht gut gefüllt. Im Busbetrieb gibt es in der ersten Jahreshälfte hingegen noch einige freie Ausbildungsplätze. Stabilisierung der Intervalle. Eine weitere Ausdehnung der Intervalle bei BIM und Bus soll eine bestmögliche Rückkehr zu mehr Verlässlichkeit und Regelmäßigkeit bringen und das Personal entlasten. Dabei werden die Abfahrten außerhalb der Morgenspitze gestreckt. Das passiert auf weniger stark genutzten Strecken und innerhalb schlechter ausgelasteter Zeiträume. Rund 97% des Fahrplans werden weiterhin unverändert angeboten. Die U-Bahn sowie die Schülerinnen- und Berufsverkehr sind von den Anpassungen nicht betroffen. Durch die Anpassungen verlängern sich die Intervalle um höchstens 2,5 Minuten. Externer Partner. Die Wiener Linien haben eine umfassende Evaluierung der internen Abläufe gestartet. Außerdem wird ein externer Partner die Prozesse im Fahrdienst analysieren. Durch internationales Know-how aus der Unternehmensberatung sollen in den kommenden Monaten die Kapazitäts- und Dienstplanungen sowie die Arbeitsbedingungen des Unternehmens überprüft und Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Aus derzeitiger Sicht gehen die Wiener Linien von einer Verbesserung der Personalsituation bis zum Herbst 2023 aus und werden zu diesem Zeitpunkt voraussichtlich auch den Fahrplan wieder im vollen Umfang bedienen können. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen. Und wenn ihr mit mir über Themen diskutieren wollt, schreibt gerne einen Kommentar. Und wenn ihr keine Nachrichten über den öffentlichen Verkehr in Österreich mehr verpassen wollt, könnt ihr meinen Kanal abonnieren.